Ich habe bereits im Bachelor hier an der HDM studiert und deswegen kannte ich die HDM schon. Und was mich letztendlich dazu überzeugt hat, war der neue Machine Learning Schwerpunkt, da ich meinen Fokus mehr auf Machine Learning setzen möchte. Also überraschenderweise muss man für viele Fächer nicht super gut programmieren können. Es gibt auch gerade die Pflichtfächer sind Projektmanagement und sonst braucht man einfach nur Interesse an Technik und interaktive Medien generell oder Usability kann man viel machen. Und dann, wenn man es wirklich technisch lastiger haben will, gibt es auch dafür Möglichkeiten. An meinem Studiengang gefällt mir am besten der praktische Ansatz. Vor allem in Richtung künstliche Intelligenz haben wir gerade ein sehr cooles Projekt in Richtung autonomes Fahren und es macht super viel Spaß, sich da einfach mit den Kommilitonen dran zu setzen und da einfach nochmal zusammen zu leiden, bis man das Ganze dann zum Laufen kriegt. Also am Anfang des Semesters auf jeden Fall die Fächerwahl, einfach weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und dann, gerade weil es so viele praxisbezogene Projekte gibt, in denen man mit Gruppen arbeitet, auf jeden Fall Zeitmanagement und wie man, also Gruppenarbeit generell kann auch eine Herausforderung sein. Perspektiven, man wird dort natürlich darauf vorbereitet, gleich im Unternehmen oder in der Industrie durchzustarten, aber natürlich auch eben in der Forschung, gerade für eine Promotion.